So, herzlich willkommen zurück zu. Achso, warte mal kurz, die Kamera brauche ich nicht. Wir machen mal das hier. So, herzlich willkommen, ja, irgendwie so zurück. Willkommen zu einem zweiten kleinen Test. Nachdem wir letztens den Creators ja mal ein bisschen getestet haben, würde ich jetzt gerne mal. Kommt mir so rum. So. Noch den. Mein Klon 2 Server testen. Bei dem hat soweit auch erstmal alles funktioniert. Ich habe schon erzählt, ne, dass mit der 0080er Version das Ganze nicht so befriedigend war, weil der mal abgestürzt ist. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Das war ja unser Testserver für Creative. Den nenne ich mal jetzt einfach um nach 7. Und dann erstellen wir einfach mal von dem MyClone 2 Server, der die 4 ist, eine Kopie zur 8. So, hier müsste alles drin sein. Genau, funktioniert. MyClone 2 ist drin. Die ganzen Mods, ne, das ist genau die gleiche Sache. Hat er wesentlich weniger Mods. Aber ich habe hier halt genau das gleiche gemacht, ne, die ganzen Mods werden jetzt alle schön über Skripte verwaltet. Also Skript, was die ganzen Dinger initial runterlädt von GitHub. Dann ein Skript, um die ganzen Sachen immer aktuell zu halten. Ich bin immer noch am Überlegen, ob ich das hier umändere. Ich weiß aber noch nicht genau, wie ich das clever löse. Ja, und dann halt, um die Verzeichnisse wieder zu löschen. Und natürlich wieder ein paar Mods, die drinne sind, die nicht über Git beziehbar sind, aus diversen Gründen. Die beide wollen selbst angepasst sind. Und die beide wollen die über Download-Links zur Verfügung gestellt wurden, die mittlerweile tot sind. Beziehungsweise das hier ist, glaube ich, sogar selbst komplett selbst erstellt. Weiß ich gerade gar nicht. Nee, klar, nee, genau. Das Ding hatte ich angepasst. Das war von Mindtest Games. Mindtest Game. Ja. Die Bonus-Mod, die habe ich für Micron 2 angepasst, deswegen ist sie halt auch selbst bearbeitet, aber nicht selbst erstellt. Ja, genau. Das passt alles. World sollte auch alles passen. Der Server hatte ich auch schon mal ganz kurz laufen lassen. Zum Test werde ich jetzt aber nochmal zurücksetzen, komplett. Das heißt, der Ordner ist leer. Der Ordner ist eigentlich uninteressant. Okay. Der Ordner ist auch noch leer. Genau. Ja, es kann also eigentlich alles weg, außer Env-Metadatas, Map-Metadatas, also Environment-Metadatas und World Mindtest. Oder wofür auch immer dieses MT stehen soll. So, alles andere. Achso, na gut, wenn die Messages. Fürs Testen kann es auch weg. So. Okay, jetzt ist der Server schon mal wieder sinnvollisiert. Jetzt muss ich nur noch mal reingucken. Hatte ich Server? Ach, genau, ich hatte auch ein Startskript erstellt, das ich jetzt natürlich auch anpassen muss, weil ja hier auch der Weltname mit drin ist. Mein Klon 2, ne, das ist hier der Befehl, mit dem ich die Server mal starte. Ne, quasi das Home-Verzeichnis. Aus Sicht der Server ist das Home-Verzeichnis deren eigenes Unterverzeichnis. Das mache ich einfach nur, um zum Beispiel die mytest.conf-Datei für jeden Einzelnen bearbeiten zu können. Dann halt das Binary. Das ist ja in meinem Home-Verzeichnis, habe ich ein extra Verzeichnis für mytest, wo ich immer die aktuelle Version selbst kopiliere. Damit ich zum Beispiel Konsolenzugriff habe, weil standardmäßig wird Mindtest ohne Konsolen-Feature kopiliert oder Terminal-Feature. Und dann halt der Pfad, wo die Welt liegt. Alles andere, genau, dieses Terminal, das ist nämlich, oder war zumindest, aus mittlerweile ist, weiß ich nicht, aber es war bei den Mindtest-Versionen, die direkt über die Repositories verteilt werden, ist dieses Terminal leider nicht aktiviert. Außerdem sind doch die Versionen meistens etwas veraltet und da ich auch mal schon die aktuellen Versionen benutzen möchte, ne, deswegen koppel ich die Dinge mal selber. So, alles andere stimmt, sollte passen. Einmal speichern.
Dann können wir den Server jetzt also eigentlich laufen lassen. Wollen wir mal gucken. So. Bin mal gespannt. Ja. Okay. Das ging schön schnell. So, dann öffnen wir mal jetzt MyTest und verbinden uns. Worker natürlich erstmal registrieren. Vollbild. Und wir können in den Fenstermodus gehen. So. Fenstermodus. Ah, wo? Dachte gerade schon, OBS hat das Fenster wieder nicht gefunden, aber er hat es gefunden. Sehr schön. Jawohl. So sieht der Server aus, wenn wir, ne? Wenn ihr euch wahrscheinlich das erste Mal mit ihm verbinden werdet. Außer wir haben ja schon ein bisschen am Spawn rumgebaut, aber der Server ist ja jungfräulich wieder. So, die Mods sind aber alle vorhanden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was haben wir überhaupt. Genau, hier zum Beispiel diese Woodcutting-Mod. Ja, womit man so das Abbauen automatisieren kann. Breche ich mal an der Stelle auch direkt mal ab hier. Achso, nee. Nee, bei welcher Taste? Sneaken, genau. So, ja, herkommen. Machen wir die Bombe wieder heile. Wobei, warum? Haben wir gleich ein bisschen Holz. Keine Schaden. So. Dann können wir mal gucken. Warum fehlt hier was? Das sieht mir eher schon wieder aus wie Map-Gen-Fehler. Lol. Gut. Wir gehen dann mal ganz kurz. Wohin gehen wir? Wir gehen einfach mal hier lang. Mal gucken, was da kommt. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo hier was ist, weil durch die ganzen Bäume, die noch am Spawn sind, habe ich absolut keine Orientierung. So. Hier ist eine Schlucht. Das heißt, in die Richtung müsste unsere Hütte gewesen sein, wo wir das Let's Play gemacht hatten. Können wir da mal hinlaufen? Ich meine nicht, dass die Hütte jetzt da wäre. Ist ja neue Map. Aber die Richtung müsste stimmen, soweit ich weiß. Ah, diese Bäume hier. Wir hätten die hingestellt. Fühle mich gerade ein bisschen wie Tarzan. So. Autsch. Genau. Da ist die kleine Einbuchtung und da ist das große Tal, wo wir unsere Let's Play-Hütte gebaut hatten. Sehr nice. Gut. Frage ist, was für Mods habe ich jetzt eigentlich alle drauf? Müssten eigentlich. Boah, ja, es ist jetzt eine ganze Menge. Da ja auch die ganzen Built-in-Mods benutzt werden, ne? Die Areas-Mod, die funktioniert schon mal. Also das Grundlegende ist auf jeden Fall da. World-Edit funktioniert schönerweise auch. Schönerweise. Ist ein Wort. So, dann können wir mal gucken. Ich mache mal wieder Fenstermodus hier. So, ob es denn hier zu irgendwelchen Fehlern kam. Kann man hier drin scrollen? Wie war denn das? Ah ja, genau. Mit Bild auf, Bild ab. Hier sieht. Ah, guck mal. Manche Mods mag er nicht. Oh, okay. Direkt Mod mag er leider auch nicht. Ich hatte ja früher diese RAZ-Mod, also RAZ. Und die gibt es aber nicht mehr. Das ist der offizielle Nachfolger. Genau. Oh, ja, geht's nicht. Na gut. Ich habe natürlich die Frage, ob die Mods an sich trotzdem funktionieren. Ich meine, Ah, nee. So, dann müssten die Mods ja hier auftauchen, ne? Diese RAZ-Mod zum Beispiel. Oder RAC. Die taucht aber zum Beispiel schon mal nicht auf. Das heißt, von der werden wir hier
nicht profitieren können. Schade, schade. Ich meine, gut, wir haben gesagt, die Areas Mod für grundlegendes Protection. Beziehungsweise auch die Protector Mod, die ist ja auch noch drauf. Aber diese RATS Mod zum Beispiel, also diese RAC Mod, keine Ahnung, wie man das ausspricht als ein Wort, ist ja vor allen Dingen dafür da, dass man solche Sachen machen kann, wie dass man am Spawn automatisch gehealt wird. Und solche Sachen halt, ne? Oder dass man bei Areas, die halt einem nicht gehören, wenn man da Sachen abbaut, man automatisch gedamaged wird, wovon ich ja sowieso nicht so ein Freund bin, weswegen ich es immer deaktiviert habe. So, jetzt muss man ganz kurz gucken, ob dort Kraft funktioniert. Wie kann ich das überprüfen? Gar nicht. Okay, wir können es mal überprüfen, indem wir hier ein bisschen Erde abbauen. Also Fenstermodus gehen hier. So. Sand abbauen. Achso. Ich dachte, das Gras droppt dann auch, aber eben, das Gras droppt ja nur, wenn wir eine Schere haben. Scheiße, die Wand, dann brauchen wir erstmal eine Schere, um zu gucken, ob dort Kraft funktioniert. Ah ne, okay, man sieht direkt alle Rezepte. Gut, dann müsste ja hier auch die Sachen mit dort drin sein. So. Sieht nicht so aus. Schade eigentlich. Das hat doch früher funktioniert gehabt, oder? An der Mod habe ich ja nichts geändert. Gut, die Frage ist, wo bauen wir uns zum bisschen rumspielen mal hier erstmal eine kleine Base auf? Wobei ich jetzt zum Beispiel schon mal sehe, tiermäßig ist jetzt hier auch noch nicht so viel los. Oh, Pilze. Pilze ist ganz gut. Ganz gut. Sehr nice. Nehmen wir gleich mal ein bisschen Apfelholz mit. So, dann können wir uns damit nämlich erstmal hier, beziehungsweise ich brauche erstmal das Holz hier auf. Danke. Ungefähr so. Danke. Oh, Tischler. Die ganzen Dschungelbäume droppen die Performance hier. Ist ja schlimm. So geht es schon viel besser. So, warum ist er nicht abgebaut? Was ist hier los? Amanakorn. So, dann bauen wir uns erstmal eine schöne Schüssel. Kriegen wir gleich 4 Stück davon. Sollte reichen. Bop, bop, bop. Let's go. Yes. So. Die Frage ist, wo gehen wir hin? Guck mal, auf der Folie ist ein bisschen Papyrus. Dann nehmen wir gleich mal was mit. Nacht wird es ja hier leider nicht. Ich bin mittlerweile ein bisschen am Überlegen. Dadurch, dass die Maps ja neu sind und man dementsprechend sowieso ein neues Spielerlebnis hat, ob ich jetzt auch mit Tag-Nacht-Rhythmus spiele. Ich hatte es ja früher nicht aktiviert gehabt, weil ich mit dem unzufrieden war, dass es nicht echtzeitfähig war. Ne? Ich wollte ja, ich hatte ja die Ingame Time Speed auf 1 gestellt, sodass es quasi wie Echtzeit ist. Und dann wäre es natürlich schön gewesen, das finde ich, wenn es jetzt im echten 6 Uhr ist, hier in Germany, ja, und ich in-game auch sage, dass es 6 Uhr ist, dass ab dann die Zeit immer synchron läuft. Weil er die Server immer laufen. Ne? Hat aber nicht so funktioniert, weil immer, wenn gar keiner online war und dann wieder irgendwie einer online kam, dann war die Zeit irgendwie total verstellt. Sobald einer online ist, ging die Zeit zwar in Echtzeit weiter, aber wenn keiner online war, dann springt die Zeit immer irgendwie. Und deswegen hat das Ganze mit dieser Echtzeit-Zeit nicht so wirklich geklappt, deswegen ich damit ein bisschen unzufrieden war und ich dann ein bisschen unbeholfen einfach die Zeit komplett stehen gelassen habe, weil ich es halt blöd fand, dass wenn man tagsüber auf den Server geht, es dann auf einmal im Server Nacht ist. Finde ich halt immer ein bisschen blöd. Mittlerweile habe ich da ein paar Möglichkeiten. Ich habe ja zum Beispiel diese externen Command-Blöcke. Siehst du, die können wir mal probieren. Das heißt, Interaktion. Achso, das ist ja Vollbildmodus. Also nicht. Ist ja mein Test eigener Vollbildmodus. Den kann ich ja nicht beenden. Oder? Mal gucken. Doch, doch, kann ich. Sehr clever. Hatte ich denn gerade nur auf? Da hatte ich gerade auf dem falschen Fenster des Fokus, kann das sein? Lol. So, denn
Hier, so, bumm. Wir gehen mal kurz zurück. Ich habe nämlich hier diese Mod. Mods. External CMD, das ist ja eine von den Mods, die es so nicht mehr gibt. Also zumindest die man nicht mehr downloaden kann. Den Forumbeitrag gibt es davon im Minecraft Forum noch, aber der Link ist tot. Ne? So, und hier muss man nämlich im Verzeichnis eine Message-Datei anlegen. Das können wir ganz, das Ganze erstmal ein bisschen experimentell machen, indem wir einfach mal jetzt Server 8 in die Welt reingehen. So. Und jetzt erstellen wir eine kleine Textdatei, die einfach Textdatei heißt. Sagen Hallo from extern. So, und jetzt, wenn wir das Spiel offen haben, bitte immer im Vordergrund. So. Und jetzt sagen umbenennen, nennen, da. Und die heißt jetzt Messages. Message oder Messages? Okay, also doch mit S. Oder auch nicht. Hat der gut funktioniert? So, einmal reicht. Wie hieß das Ding nochmal? Ist doch kloppt hier. Okay. Hat es falsch geschrieben? Aufnehmen. So, ab in den Hintergrund mit dir. So. Nö, war richtig geschrieben. Also ohne es war richtig geschrieben. Tja, dann scheint der Befehl wohl doch nicht so zu funktionieren. Das ist natürlich super schade. Aber warum denn nicht? Die hat doch keine Dependencies, kein nichts, kein gar nichts. Oder ist die Mod deaktiviert? Wait a second. Wait a second. Ist die Mod etwa tatsächlich deaktiviert? External, external, external. Ne, ist aktiv. Okay. Mods. Mit der Schrift kann man nichts lesen hier. So, nee, hier. Da ist er. External CMD ist aktiv. Okay. Aber die macht nichts. Wait. Sie hat was gemacht, kann das sein? Der. Ah, wie kommt man denn hier ins Terminal rein? Da. Wow. Okay. Okay. Ja, der Server ist gerade abgestürzt und ich glaube, ich weiß auch, warum er abgestürzt ist. Unable to open database file. Das ist jetzt nicht der Fehler, mit dem ich gerechnet habe. Warte mal. Gut, dann gucken wir mal kurz in den Log rein. Was? Warum ist der Server gerade abgestürzt? Meine Vermutung war nämlich gerade dieses External CMD. Die Mod arbeitet ja damit, dass die Sachen, die man in die Message-Datei schreibt, ausgeführt wird oder so behandelt wird, wie als wenn der Server-Admin das selber in die Textbox reinschreibt. Problem dabei ist aber, der Server-Admin ist noch gar nicht registriert. Das heißt, das ist das gleiche wie wenn ich hier in die Kommandozeile Befehl eingebe, sagt er denn, dass das Konto noch nicht existiert. Aber das war scheinbar nicht der Fehler, weil er hat irgendwas geschrieben mit Daten, mit Database. So, woran bist du abgestürzt?
gesagt, einfach nur unable to open database file. Ja, das ist jetzt nicht wirklich sehr aussagekräftig. Welche Database meint er, die Welt? Warte mal ganz kurz. Warte mal ganz kurz. Weil die ist da. Also auf die kann er offensichtlich zugreifen. Auf welche Database kann er nicht zugreifen? Gut, wir starten erstmal nochmal den Server. Mal gucken. So. Wir starten den mal nochmal. So, ne, jetzt läuft der Server. Gut, noch nicht gleich. So, jetzt läuft der Server. Und hier ist, ne, der Server existiert noch nicht. Das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwas eingebe, zum Beispiel meine eigenen Privilegien angucken möchte, bup, sagt er, doesn't exist. Deswegen müssen wir den Admin erstmal selber anlegen, indem wir den registrieren. Konsole. Und registrieren. Ja. So, jetzt gibt es nämlich den Admin. Und jetzt kann ich auch auf der Konsole Befehle ausführen. Voilà. So, jetzt ist aber die Frage. Wo ist die Message-Datei? Die Message-Datei an sich ist weg. Das heißt, External CMD hat gearbeitet. Jetzt ist die Frage, ob er das Ganze zum Abschluss gebracht hat. Das heißt, wir legen jetzt nochmal eine Textdatei an. Hallo, Walker oder so. Speichern das Ganze. Und wenn das Ganze jetzt, während wir das Fenster hier offen haben, wir melden das mal nochmal hier als Walker an. So. Wieder schön im Vordergrund. Bap. So, und jetzt müssten wir, so, schön brauner Hintergrund, kann man es gut lesen. Jetzt müssten wir gleich den Text hier im Ingame sehen. Ich bin jetzt dezent verwirrt. Die Datei ist jetzt auch noch da. External CMD läuft, aber er macht nichts. Ah, jetzt. Und haben wir es wieder abgestürzt. Verdammt. Jetzt weiß ich gar nicht, wie war denn das? Warte mal kurz, ich öffne mal kurz hier Featherpad. Wie war denn das? Musste man in die Message-Datei Befehle reinschreiben? Konnte man da keine Textnachrichten reinschreiben? Wie war denn das? Ich hatte ja damals so ein Skript erstellt hiermit. Mit denen konnte. Nee, genau. Man konnte einfach Text reinschreiben. Man konnte einfach direkt Text in die Nachrichten reinschreiben und das hat dann so funktioniert. Man musste das nicht irgendwie als Befehl machen oder so. Ja, weil es gibt ja auch diese MyTest-Befehle, so sowas wie slash say oder weiß nicht. aber nee. Okay, das heißt, die External CMD-Mod, die ist aktiv, verursacht aber irgendwie böse Fehler. Vor allen Dingen ist sie ja super zeitversetzt.
Das ist jetzt tatsächlich interessant. Okay, das heißt, da muss ich nochmal gucken, warum das nicht funktioniert. Das kann ich aber. Das ist nichts Essentielles für den Server an sich. Man kann die Mod halt nur erstmal, also diese Feature halt noch nicht nutzen. Bis ich herausgefunden habe, warum. Scheint er da vielleicht auf irgendeine Datei zu greifen oder? So, hier fragt er. Ja gut. Da scheint wohl auch nicht zu funktionieren. So. Schade eigentlich. Sehr schade. Das ist nämlich ein relativ cooles Feature, weil man damit nämlich den Server auch per Skripte manipulieren kann. Weil man halt auch sämtliche Befehle und so einfach über Skripte ausführen kann, indem man einfach über ein Skript die Befehle in diese Datei schreibt und dann diese Datei von dem Server abgearbeitet wird. Das funktioniert dann, das ist halt einer der Gründe, weswegen ich diese Mod sehr gerne nutze. Aber das scheint hier nicht so zu funktionieren. Das heißt, da muss ich dann privat noch mal ein bisschen rumexperimentieren, warum es nicht funktioniert. Ja, das heißt, in der nächsten Folge werden wir dann erstmal wieder die Welt normal betreten. Dann wissen wir also schon mal, dass eine Mod nicht funktioniert. Schade. Sehr schade. Na gut. Ja, das heißt, wir gucken in der nächsten Mod, in der nächsten Folge nochmal weiter. Die Folge jetzt hat ja schon wieder fast eine halbe Stunde. Bis dann.